Ich bin Rainer Lizzo. Ich bin Leiter von Ressort Projekte und Netzbetriebsplanung. Und wir sind verantwortlich, dass unsere Kunden jederzeit Strom haben. Wir versorgen etwa 3 Millionen Leute in unserem Netzgebiet. Und die sind angeschlossen an Kantonswerke und an die Stadtwerke. Wir planen eigentlich die Aussenbetriebnahme der Instandhaltung. Das heisst, eine Leitung muss ausgeschaltet werden, damit man die reparieren oder unterhalten kann. Das planen wir frühzeitig, damit nicht ein Stromausfall passieren könnte. Also beispielsweise wird die Leitung aus Betrieb genommen und kann für eine gewisse Zeit nicht in Betrieb genommen werden. Dann müssen wir Abklärungen machen. Was wäre, wenn die Leitung ausfällt? Dann sind nämlich die drei Unterwerke dunkel. In dem Moment machen wir ein Notfallkonzept oder klären mit dem Kantonswerk ab, wie wir wieder schnellstmöglich versorgen können. Wir sind hier in der Netzleitstelle in Baden. Das ist die sogenannte ENL, Energie- und Netzleitstelle. Das heisst, alle Fäden laufen hier zusammen und wir überwachen hier permanent das Netz, 24 Stunden, 365 Tage. Wenn jetzt ein Blitzeinschlag wäre, dann reagieren die Systeme in den Unterwerken und alarmieren automatisch jemanden hier im Kommandoraum. Und wir können sofort reagieren und entsprechende Massnahmen einleiten.